Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute geht es um die brandneue Sony ZV-E10 Mark II. Die perfekte Kamera für alle Vlogger da draußen. Oder etwa nicht? Mit einem stolzen Preis von 1100 Euro und sogar 1200 Euro mit dem Kit-Objektiv. Klingt doch nach einem echten Schnäppchen, oder? Schauen wir mal etwas genauer hin. Das ist die Sony ZV-E10. Eine Vlogging-Kamera, die keine Wünsche offen lässt. Zumindest laut Hersteller. Was bedeutet das jetzt konkret? Nun, sie hat keinen Sucher. Richtig gehört, man darf sich bei Sonnenschein auf sein Display verlassen, das kaum ablesbar ist. Aber hey, dafür ist sie klein und leicht. Das muss man ihr lassen. Da steht man jetzt also in der Sonne. Und, man sieht praktisch nichts. Ein Traum für jeden Vlogger. Aber Moment, sie hat Neuerungen. Zum Beispiel einen 26-Megapixel-Sensor aus der Sony FX30. Und damit verbunden weniger Rolling Shutter. Endlich keine krummen Häuser mehr. Sie hat auch keinen mechanischen Verschluss mehr. Aber keine Sorge, das merkt man kaum. Außer man vermisst ihn. Und man kann jetzt die großen Sony NPFZ-100 Akkus nutzen. Yay, endlich mehr Akkulaufzeit. Aber Achtung, sie wird dadurch schwerer. Man kann halt eben nicht alles haben. Und jetzt das Beste. 4K mit 60 FPS und das nur mit einem 1,1-fachen Crop. Full HD in 120 FPS und all diese Videomodi in 10-Bit verfügbar. Klingt wirklich nach einer Menge Technik für Vlogger, die sowieso nur in 1080p hochladen. Aber bevor sie ihre Kreditkarte zücken, reden wir erstmal über die Überhitzung. Aber pst, nicht so laut, die Kamera ist nämlich extrem schüchtern. Bei 31 Grad in der prallen Sonne bekommt sie nämlich schon nach 22 Minuten einen Hitzeschlag und haltet sich dann anschließend ab. Eigentlich ja perfekt für die deutschen Sommertage, oder? Was fehlt? IBIS. Na genau, ihr habt richtig gehört. Keine In-Body-Image-Stabilization in einer Vlogging-Kamera. Und der neue AI-Autofokus? Auch nicht dabei. Das hätte die Kamera wohl zu teuer gemacht. Aber dafür gibt es jetzt ein neues Kit-Objektiv. Das Sony 16-50mm f3.5-5.6. Für nur 100 Euro Aufpreis. Powerzoom und Stabilisierung sind eingebaut. Aber 16mm plus noch Stabilisierungskrop von der ZV-E10, wenn man zum Beispiel den Active-Stabilisierungsmodus nutzt, sind etwas zu wenig für halt nun mal das Vloggen. Aber hey, wenigstens können Sie damit jetzt wunderbar Nahaufnahmen von Ihren Füßen machen, während Sie durch die Gegend laufen. Zum Anfang wirklich gut. Aber wenn ihr die schöne Hintergrundunschärfe haben wollt, dann seid ihr hier fehl am Platz. Zum Vloggen draußen braucht man einen Ultraweitwinkel. Zum Beispiel das Sigma 10-18mm mit der Blendenöffnung 2.8. Ja, das ist etwas teurer, aber Qualität hat halt nun mal ihren Preis. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt, noch nicht abschalten, jetzt kommt nämlich meine eigene Meinung. Ganz ehrlich, ich finde diese Kamera wirklich super. Super, als Zweitkamera aber. Mit 10-Bit-Video könnte ich diese Kamera jetzt perfekt mit meiner Sony A7 IV matchen. Und einfach als Zweitkamera benutzen. Als Hauptkamera? Schwierig. Um zu wissen, ob euch der fehlende Sucher stört, würde ich am besten einfach mal in einen Kameraladen gehen und das Ganze ausprobieren. Für Streetfotografie wäre das zum Beispiel kein Problem, denn man will ja unerkannt bleiben und dann fotografiert man auf Hüfthöhe, dann wäre das auch jetzt zum Beispiel kein Problem. Also da müsst ihr dann einfach gucken, was für euch passt. Die Überhitzung ist hier auch gar nicht so schlimm. Ich blende euch jetzt hier mal eine Grafik von Gerald Andan ein. Hier hat er getestet, dass man auch 140 Minuten waren das, wenn man jetzt innen bei 22 Grad aufnimmt, aufnehmen kann, bis der Akku leer ist. Nur Sonne verträgt die Kamera halt eben nicht so gut. Und wenn es dann mal 31 Grad ist draußen bei praller Sonne, dann hört das halt auch schon bei 22 Minuten auf. Aber selbst dann, finde ich, ist das immer noch eine sehr, sehr gute Zeit, wo man auch mal so ein kleines Video aufnehmen kann. 4K 60 FPS finde ich ja auch super. Das ist so das Mindeste, was eine Kamera haben muss. Und nochmal zu dem fehlenden IBIS. Ich glaube, auch selbst mit Stabilisator würde das keinen großen Unterschied machen, wenn man jetzt hier vloggen möchte. Selbst bei den Kameras mit Stabilisator, zum Beispiel bei meiner Sony A7 IV, sieht das beim Vloggen immer noch nicht gut aus. Die einzige Möglichkeit dann hier, das Ganze stabil hinzukriegen, ist gerade alles Browse und das wird bei der Sony ZV-E10 Mark II genauso sein. Für wen ist jetzt diese Kamera? Meiner Meinung nach für Einsteiger, die zum ersten Mal bessere Qualität haben wollen als ihr iPhone. Kauft euch dafür am besten Vollformat-Objektive, dann könnt ihr nämlich noch nachher umsteigen, falls euch das Ganze dann gefällt und müsst euch dann nicht nochmal die ganzen Vollformat-Objektive nochmal dazu kaufen. Ist am Anfang zwar etwas teurer, aber glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Aber man könnte sich auch einfach diese ganze Mühe ersparen und einfach die DJI Osmo Pocket 3 kaufen. Für Vlogger ist die perfekt. Die hat einen Gimbal eingebaut und kann auch 4K mit 60 FPS. Damit werdet ihr fürs Vloggen besser aufgestellt. Und ihr müsstet euch jetzt auch nicht so viel über Objektive oder sowas informieren. Da sieht dann auch direkt schon aus der Kamera sehr, sehr gut aus. Zusammengefasst, die Sony ZV-E10 Mark II ist eine wirklich interessante Kamera. Aber nicht für jeden. Entscheidet selbst, ob ihr das Geld investieren wollt. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.